ich bin Sabrina. Ich bin im vierten Lehrjahr als Polygraphin EFZ und arbeite bei Brückli Medien. Die Aufgaben einer Polygraphin sind zum Beispiel Bildbearbeitung, Satzarbeiten in InDesign, Bildbearbeitung mit Photoshop, Datenkontrolle. Und es ist eine Mischung aus kreativem und technischen Aspekten. Am liebsten tue ich gestalten. Ich mache vor allem sehr gerne Poster. Das macht mir mega Spass, um so kreativ zu arbeiten. Ich habe so eine Gestaltung gemacht für das Symphonieorchester Arbon. Und zwar ist das Plakat, es geht um das Thema Moldau, weil sie dann viele Stücke von dort, die von dort aus der Region kommen, von Komponisten aufführen. Und ja, sind meine Plakate ausgewählt und dann konnte ich halt auch ein Programmheft vorstellen. Ich habe mich bei so Aufträgen halt immer reinlassen, so quasi so, was ist das genau für Musik, was sie dann aufführen. So, woher kommt das, was, wie tönt das genau und was empfinde ich dabei und was finde ich könnte dazu passen, um das auszudrücken. Also ich bin jetzt im vierten Lehrjahr, also schon kurz vor dem Ende der Lehre. Die vier Lehrjahre sind schneller umgegangen, als dass ich es gedacht habe. Also die Zeit fliegt. Jetzt nach der Lehre möchte ich zuerst einmal BM machen, und zwar Fachrichtung Gestaltung und Kunst. Und nachher würde ich gerne Berufserfahrung sammeln, zum Beispiel in einer Werbeagentur. Es ist ein mega tolles Gefühl, wenn man sein Produkt irgendwo sieht und wirklich sagen kann, also, ja, das habe ich gemacht und man hat es in der Hand gehabt. Und, ja, es fühlt sich sehr gut an.